Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben eine Flasche. Sieht aus wie eine Flasche Anis-Schnaps. Anis-Schnaps? Dann das klappt nicht. Das ist schlecht. Können wir nicht das Telefon dafür nehmen hier? Nana, geht nicht. Ah, schlecht. Man sieht nur die Äuglein. Das ist süß, ne? Völlig sinnlos. Boah, hier müffelt es ja wie bei Jeff im Kofferraum. Was für ein hässliches Ding. Würde Ophelia zur Ehre gereichen. Oh, die arme Frau. Eine größere Gerüchteküche als bei Alkatschoffer Soft. Was? Ach so. Eine größere Gerüchteküche als bei Alkatschoffer Soft. Gerücheküche. Mit meinem Geierkostüm könnte ich jetzt im Müll wühlen. Was für ein merkwürdiger Baum. Man könnte denken, er beobachtet einen. Nichts. Oh, was ist das? Sieht aus wie mein Geschichtslehrer. Der bestand auch nur aus Knochen. Nein, ich habe noch alle meine Knochen. Mir fehlt keiner. Okay, kann man nicht mitnehmen. Eine nutzlose Flasche. Völlig sinnlos. Man sieht nur die Äuglein. Da tut sich nichts. Ich steige da auf keinen Fall rein. Ich bin noch nicht verrückt. Okay, dann eben nicht. Und wozu, bitteschön? Soll ich damit einen Topf kochen oder was? So, was haben wir denn? Wir haben nach da. Was ist hier? Geht's hier noch weiter? Nö, ne? Nö. Ach, herrje. Motel, Villa, Schloss, Elm Street. Ach Gott, wir sind bei Elm Street. Ich mach mal Doppelklick, das geht schneller. Efeu. Ich glaube nicht, dass ich an dem vertrockneten Efeu hochsteigen kann. Vielleicht könnte ich durch ein Fenster raussteigen und mich dann an der Wand abseilen. Okay. Ein Efeu. Hoffentlich nicht fleischfressend. Mein Körper gehört mir. Nightmare on Elm Street hier, komm. Nummer 13. Die Hausnummer ist 13. Eine stinknormale Glühlampe. Dann nehmen Sie mit. Fred mag sowas Technisches. Ich benutze nur Teelichter aus dem Sonderangebot. Dann müssen wir ihn hinholen, komm. So, hierhin, dahin, mitnehmen. Mal sehen. Schon erledigt. Siehste, geht doch. So, was haben wir denn noch Hübsches? Da ist eine Tür, da ist eine Tür, hier ist eine Tür, hier oben ist nichts. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Bunsenbrenner, Lichtschalter, Fleischwolf. Ein Verbandkasten. Schön, aber was soll ich damit? Mitnehmen. Oh, da ist nichts drin. Nichts Besonderes. Ist da echt, ist da nichts drin? Okay. Geht einfach nicht auf. Oh, da drinnen liegt sowas wie ein Schweizer Offiziersmesser. Das brauche ich, ist meins. Ich guck ja schon, aber ich sehe nichts Außergewöhnliches. Wie Jeff beim Trinken. Ein ganz alltäglicher Anblick. Sobald ich was Erwähnenswertes sehe, sage ich Bescheid. Okay, hier ist gar nichts, oder was? Es ist egal, was ich wo irgendwo aufmache. Wir nehmen ihn mal hier mit rein. Will nicht aufgehen. Lass mich raten, das muss hier irgendwie... Ist ein Code, oder? Guck mal, egal wie ich es aufmache. Oh. Hurra, ich habe es! Okay, war doch ein Code. Was ist das denn? Das ist doch Edward mit den Scherenhänden, oder? Die ist vielseitig anwendbar. Okay. Was haben wir hier noch? Noch eine Tür? Oh, das sieht aus wie Großbildfernseher hier. Ist ja super. Nix. Schubladen.
Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen und ich habe die Dietriche in der Tasche der anderen Hose. Das ist wieder typisch für ihn. Typisch. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen und ich habe die Dietriche in der Tasche der anderen Hose. So. Ich brauche das Licht nicht auszumachen. Ich kann auch bei Licht schlafen. Weck mich in 8 Stunden, ja? Eins, zwei, Freddy kommt vorbei. Das ist 3, 4, er steht vor deiner Tür. 5, 6, ich weiß nicht, was sich drauf reimt. 7, 8. Sag nicht gute Nacht. So, irgendwie so, ne? Kann ich nicht von Sophia Loren träumen? Was für eine Hackfresse! Hallo, Tag! Wie geht's? Wie hieß er? Wie hieß der wirklich? England. Wie hieß der mit Vornamen? Blablabla England, ne? Ah, oh, ich komme nicht auf den Namen vom Schauspieler. Können Sie mir bitte sagen, wo ich hier bin? Das hier ist ein Albtraum, ist doch offensichtlich. Ein Albtraum? Sieht aber nicht danach aus. Die Bar ist etwas schäbig, aber daran bin ich gewöhnt. Mir gefällt sie. Erinnert mich an zu Hause. Naja, aber was halten Sie davon, dass in dieser Bar kein Alkohol verkauft wird? Das geht überhaupt nicht. Was? Nein. Und du wirst nie mehr entkommen. Sagen Sie, wer sind Sie überhaupt? Freddy, dein Albtraum. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe diesen niedlichen Albtraum für dich organisiert. Er gefällt mir nicht. Ich will hier raus. Warum lachen Sie, wenn ich fragen darf? Habe ich etwas im Gesicht oder was? Nein, es war wegen des zweiten Albtraums. Ich lache, weil du hier nicht ohne weiteres rauskommen kannst. Denken Sie? Das werden wir sehen, Sie Schlaumeier. Ah, okay, genau, Robert England. Genau, das ist, Ein Glas irgendwas, bitte. Hier, ein Gläschen für den Herrn. Ist das Tomatensaft? Bestimmt. Falsche Frage. Noch ein Albtraum. Das ist Blut. Igitt, Blut. Nein, danke. Lassen Sie es gut sein. Ich trinke nur Wein und etwas Whisky von Mr. L., wenn ich etwas mitgehen lassen kann. Na los doch. Auf Rechnung des Hauses. Wenn es gratis ist, dann nehme ich an. Klar doch. Letzten Endes ist es dein Albtraum. Also dann, ich nehme das Glas mit. Ich werde es später trinken. Schicke Kralle. Lichtschwertamputation. Oh, die ist einfach genial. Sehr praktisch. Darth Vader lässt grüßen. Und wie? Wissen Sie, wie störend es sein kann, wenn Fleischstückchen von jemandem zwischen den Zähnen stecken bleiben? In dem Fall greife ich zur Kralle und benutze sie als Zahnstocher. Wow, das ist wirklich genial. Oder wenn der Rücken juckt und ich nicht rankomme, kann ich mich mit der Kralle wunderbar kratzen. Zu Hause habe ich noch meine Sonntagskralle. Jeder Finger der Kralle kann für etwas anderes benutzt werden. Und... Ist ja gut, hören Sie auf. Ich sehe schon, dass Sie sich dafür begeistern. Okay, können wir es mitnehmen? Was soll's? Ich werde es nehmen. Vielleicht gärt es ja mit der Zeit. Wird dann nachher doch so trocken und klumpig. Hier, guck mal, können wir ihm die nicht geben? Das klappt nicht. Schade. Was haben wir denn hier eigentlich? Die Tür. Sie geht nicht auf. Ich bin hier gefangen. Das ist schlecht. Schuhtelefon. Ja. Nada. Geht nicht. Da tut sich nichts. Das klappt nicht. Können wir eigentlich wechseln? Wir können wechseln. Ist ja super. Sie geht nicht auf. Verdammt. Ich hätte meine Verkleidung als Kassierer mitbringen sollen. Dann hätte ich die Schublade eben nur aufmachen können. Genau, als Kassierer. Smart? Jeff, aufwachen! Wie? Wo? Was? Du bist im Dienst eingeschlafen und du weißt, was uns Mr. L. immer dazu sagt. Meine Güte, was für ein Albtraum. Ich war in einer Bar, in der es keinen Alkohol gab. Aber der Barkeeper ließ mich nicht weggehen. Der Schuft. Und hast du nicht gefragt, ob es ein paar Kleinigkeiten zum Knabbern gibt? Okay. Können wir uns auch hinlegen? Ehrlich gesagt, ich wollte schon seit einer Weile schlafen. Ich bin todmüde. Oh. Fred! Nein! Wo bist du, mein Süßer?
kommt mich holen! Hilfe! Okay, die Mucke. Dop, 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 dop. Ist hier überhaupt irgendwas? Nee. Ophelia, Metro, ich kann hier nirgendwo abhauen. Warte mal, hier geht's drüben weiter. Aber wie heißt denn die Musik? Die spielt auf alle Fälle auch in Elite. Ah, ich komme gerade nicht drauf. Ist ein klassisches Werk, aber ist egal. Das klappt nicht. Ah, sie kommt mich holen! Hilfe! Okay, was haben wir? Glühbirne an den Kopf Nana, werfen. Geht nicht. Wieso denn nicht? So. Ist das einfach nur Schuh oder? Fred, wach auf! Hm? Wach auf, du Penner! Oh. Beruhige dich, Fred. Was ist denn los? Du hast mich geweckt, Jeff. Gott sei Dank. Das war furchtbar. Ein Albtraum, nicht wahr? Ein Albtraum? Die Mutter aller Albträume. Ophelia hat mich überall hin verfolgt und ich konnte sie nicht abschütteln. Es war grauenhaft. Naja, jetzt ist es jedenfalls vorbei. Du hast dich, sagen wir, von einer schweren Last befreit. Das kannst du laut sagen. Oh mein Gott, die arme Frau. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch ein Schloss, wir haben eine Villa und ein Hotel. Ah, das ist bestimmt nicht das Bates Hotel, oder? Mal gucken. Was frage ich? Wer sitzt hier vorne? Jason? Oh, okay. Hi. Hallo auch. Hallo. Womit kann ich Sie Ihnen helfen? Ich meine, Ihnen helfen. So ein Quatsch. Wie läuft das Geschäft? Wie soll ich sagen? Normal. In letzter Zeit ist etwas weniger los. Die Leute mögen keine Schwarz-Weiß-Hotels mehr. Aber wir haben viele Dauergäste und mit meinen Präparaten kommen wir über die Runden. Nicht ganz so schlecht, die Chose. Ja, ich verstehe. Aber in Ihrem Fall würde ich nicht Chose sagen, sondern eher Psychose. Psychose! Was soll das? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Passen Sie auf, ich stopfe Sie im Nu aus. Gut, mein Sohn, sehr gut. Bring ihn um. Das ist mein Norman. Aber nicht doch. Das fehlte noch. Witzchen mit mir machen. Sie wissen nicht, wie verrückt ich sein kann. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du steifer als meine Mutter. Du musst mich nicht gleich beleidigen. Ist ja schon gut, entschuldigen Sie bitte. Die Leute drehen neuerdings wegen jedem kleinen Scherz durch und machen ein langes Gesicht. Besonders bei Überraschungen, meine Güte. Könnten Sie bitte kurz das Messer weglegen? Es macht mich ganz nervös. Was? Ach, das da. Sie brauchen keine Angst zu haben. Das habe ich nur zu meinem Schutz. Schutz? Vor wem müssen Sie sich schützen? Vor den Mädchen. Mir gefallen sie sehr, aber Mama möchte nicht, dass ich sie ansehe. Stimmt's? Was sagst du da, Mama? Norman, bring den Typ mit den zwei Haaren um! Aber Mama, das ist ein Kunde. Er kennt unser Geheimnis. Bring ihn um! Bring ihn um! Bring ihn um! Mit wem reden Sie da, Sie verrücktes Huhn? Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist nur meine Mutter. Sie ist ein bisschen manisch, aber ganz und gar ungefährlich. Es kann ja sein, dass Ihre Mutter überwiegend harmlos ist, aber Sie sehen durch und durch gefährlich aus. Das ist doch mal ein nettes Kompliment. Danke, mein Herr. Das Aussehen täuscht. Später, wenn es darauf ankommt, wird er fürchterlich kneifen. Mama, bitte lass uns nicht schon wieder damit anfangen. Dann gehe ich mal wieder. Okay. So, dann gehen wir mal auch mit ihm da schnell mal hin. Mal gucken, was da für ein Dialog sich entspannt. Ich finde das putzig, ja, dass diese unterschiedliche... Jetzt erstmal, komm. Hallo, ich hätte gerne ein Zimmer. Sie haben Glück, mein Herr. Wir haben noch ein Zimmer frei. Es ist ein sehr schönes Zimmer. Sie werden es mögen. Da freue ich mich aber. Ja, ich freue mich auch. Sie werden einen schönen Blick haben. Sag ihm über die Dusche Bescheid, Norman. Sag es ihm. Aber klar doch. Sie werden die großartige Dusche bekommen. Dusche? Ja, so nennen wir das Zimmer. Das Zimmer mit der Dusche. Haben Sie Dusche gesagt?
Ach, wie schade. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich eine Allergie gegen Zimmer mit Dusche habe. Sie verpassen etwas. Ich meinerseits liebe es. Haben Sie kein Zimmer ohne Dusche? Ja, wir haben ein Zimmer mit Badewanne, aber es ist besetzt. Haben Sie den Typ dort gesehen? Den mit der Maske? Ja, er sieht aus wie Darth Vaders Vetter. Er heißt Jason und ist einer unserer besten Kunden. Er hat das Zimmer für den Sommerurlaub gebucht. Deswegen glaube ich nicht, dass es in der nächsten Zeit frei wird. Möchten Sie wirklich keins mit Dusche? Ich sagte schon, kein Bedarf. Lassen wir das. Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Was? Die Jahreshauptversammlung der Monster- und Gruselrequisiten. Wollen Sie mir vielleicht sagen, dass Sie noch nie daran teilgenommen haben? Wenn Sie nicht wollen, dass ich es sage, dann sage ich es nicht. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Die Sache läuft so ab. Es kommen eine ganze Menge Monster und erzählen sich Anekdoten. Sie prahlen damit, wen sie erschreckt haben, essen gemeinsam zu Abend und danach kommt selbstverständlich der Wettbewerb. Ein Wettbewerb? Wie denn? Wo denn? Was denn? Wer die monströseste Gruselrequisite präsentiert, hat gewonnen. Erster Preis ist in diesem Jahr ein niegelnagelneues Gehirn. Okay. Das ist ja toll. So eins brauche ich. Meins hat schon einige Kilometer auf dem Buckel und ich glaube nicht, dass es das nächste Mal durch den TÜV kommt. Was ist denn das da? Das ist Ricky, ein Papagei. Ein Pirat hat ihn mir zum Ausstopfen vorbeigebracht. Uah, ich kratze dir die Augen aus. Uah. Mama, bleib ruhig bitte. Ich habe Kundschaft hier. Ein ausgestopfter Papagei? Sind Sie sicher? Ja, ich habe ihn selbst ausgestopft. Oder nicht? Jetzt, wo Sie es sagen, kann ich mich nicht mehr so genau entsinnen. Aber er sieht ausgestopft aus. Es kann auch sein, dass er den Ausgestopften spielt, damit Sie ihn nicht ausstopfen. Das ist ein toter Papagei. Wir werden die Wahrheit nie herausfinden. Jedenfalls, mein Herr, bin ich ein Experte als Taxidermist. Ach was. Und wo haben Sie Ihr Taxi abgestellt? Nein. Taxidermist. Präparator. Ich stopfe alles Mögliche aus. Das ist mein Hobby. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, er mag mich. Oh mein Gott, das ist ein Ex-Papagei hier drüben. Bis bald. Definitiv ein Ex-Papagei. Hallo, Tag. Wie läuft's denn so? Naja, nicht schlecht. Wie geht es Ihnen? Sie wirken leicht gelangweilt. Stimmt, wenn man nur an einem Freitag den 13. arbeiten kann, fühlt man sich auf gut Deutsch gesagt etwas verarscht. Mensch, es wäre doch noch schlimmer, den ganzen Rest der Zeit arbeiten zu müssen. Manche Leute haben nicht mal Urlaub. Sie sollten sich nicht beklagen. Na, schon gut. Aber ich langweile mich mehr als Robinson. Als Robinson. Der hatte wirklich nicht viel Abwechslung. Sie sollten es nicht übertreiben. Schon gut. Hey, spielen Sie nicht in der Filmreihe Freitag der 13.? Ja, mein Herr, ich bin Jason Voorhees, zu Ihren Diensten. Was wollen Sie, ein Autogramm? Nein, danke. Wenn ich ehrlich bin, ich mag am liebsten Heinz Erhardt. Genau, ich auch. Beim Hausdurant lache ich mich jedes Mal schlapp. Das ist ja drollig. Wir haben ja ähnliche Interessen. Ach ja, massakrieren Sie auch gern Teenager an Picknicktagen? Nicht ganz. Ich würde nur gern Bacterius an Picknicktagen im April, Mai und überhaupt allen Monaten des Jahres massakrieren. Ich freue mich schon auf die Arbeit am nächsten Freitag, den 13. Und das, obwohl ich diesmal mit einer Axt arbeiten muss. Meiner Motorsäge ist das Benzin ausgegangen, oh, wissen Sie? Oh, das ist wirklich schade. Hätten Sie nicht etwas Benzin für mich übrig? Nee, zack, wissen Sie, das mit der Axt wird richtig mörderisch für mich sein. Richtig harte Arbeit. Im Moment nicht. Aber wenn ich Benzin finde, bringe ich Ihnen etwas. Versprochen. Auch wenn ich in mehreren Spielen danach suchen muss. Ja. Vielen Dank, ja. Das ist nett. In Zack McCracken und in Maniac Mansion. Ah, schön. Also, dann bis bald. Ach, das ist sehr schön. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Oh ja, super. Eine Kiste. Völlig sinnlos. Okay. Ha. Das ist ja nur 2D. Erwischt. In Ordnung. Schon gesehen. Nichts? Oh, must I, Miss Hoffey? Das klappt nicht. Ich sehe es. Und ich bin nicht gerade von den Socken. Ich könnte schwören, meine Mutter hat dieselbe Marke benutzt. Na dann damit. Seit 3 Jahren habe ich nichts gewaschen. Und jetzt verrat mir jemand, was ich mit einer Packung Waschmittel machen soll. Waschen? Ein Kasten voll Gummihandschuhe. Wahrscheinlich brauchen sie, um sauber zu machen. Dann nimm mit.
Hammer. Okay. Was haben wir hier noch Hübsches? Da ist nix. Da geht's nach oben oder auch nicht. Hier haben wir noch eine Tür. Hier ist ein Fahrstuhl. Nana, geht nicht. Guten Abend, Freunde. Willkommen zur diesjährigen Hauptversammlung der Monster, Gespenster, Aliens und anderer Gruselgestalten. Das ist doch Geht Monty. Es euch allen gut? Ich, wie ihr sehen könnt, habe einige Probleme am Hals. Na, dann lasst uns mal anfangen. Wie wir alle wissen, findet heute Nacht der Horrorwettbewerb der Gruselrequisiten statt. Ihr dürft mitbringen, was oder wen ihr wollt. Und wer die anderen am meisten erschreckt, gewinnt den Preis. Ein echtes Gehirn, das dem verstorbenen Dr. Jekyll gehörte, der, wie ihr sicherlich wisst, vor kurzem in seiner Persönlichkeit als Mr. Hyde verstarb, während er mit der Zunge an der Steckdose gespielt hat. Überraschenderweise erlitt das Gehirn nicht den geringsten Schaden. Und hier haben wir es. Ihr wisst nicht, wie schwer es zu beschaffen war. Hätte mich beinahe den Kopf gekostet. Zu guter Letzt. Uns erwartet Wein, Weib und Gesang. Nun wünsche ich allen viel Spaß. Vielleicht treffe ich heute Nacht ein Mädchen, das mich nicht die ganze Zeit daran erinnert, was meine Mutter zu sagen pflegte, ich solle nicht immer den Kopf verlieren und endlich mal sesshaft werden. Vielleicht aber geht mir das Mädchen ja auch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ach, bevor ich es vergesse, Grüße von unserem Lieblingsclown S. Er konnte dieses Jahr nicht kommen, weil er, wie ihr wisst, eine Demo bei Toys R Us vorbereitet. Ich hatte mich gewissermaßen als Kopf der Demo angeboten, aber er hat dankend abgelehnt. So ein Quatsch. Erstmal mit ihm hier noch kurz unter. Den kann ich gar nicht nehmen, die Papageien. Guten Abend, mein Name ist Jeff Smart. Ah, hallo. Mich können Sie Jason Voorhees nennen. Kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie in diesem Motel abgestiegen? Genau, in dem Zimmer ohne Dusche. Bei Norman kann man nie sicher sein. Ja, der ist schon merkwürdig. Aber wenn man ihn direkt ins Gesicht guckt, scheint er sehr sympathisch zu sein. Falls er irgendwann das Messer fallen lässt, meine ich. Ja, sympathisch schon. Aber ich traue ihm nicht über den Weg. Und jetzt mit seinem neuen Hobby noch weniger. Der hat angefangen, Sachen auszustopfen. Das ist kein schlechtes Hobby. Ich wünschte, ich könnte es auch. Mein erstes Stück hieße Bacterius. Was soll's. Er kann sich wenigstens die Zeit vertreiben. Nicht wie ich, der ich ständig gelangweilt bin. Immer hoffend, dass der nächste aufregende Freitag der 13. kommt. Dann ziehe ich los und massakriere eine dieser unaufmerksamen Teenager-Banden nach der anderen. Stört sie die Autobahn nicht? Auf dem Highway ist doch meist die Hölle los. Wenn ich ehrlich bin, stört es mich nicht. Das Zimmer ist doch gemütlich. Und wie halten Sie es mit dem Essen? Ach, das ist kein Problem. Ich zerteile meine Opfer mit meiner Motorsäge in kleine Happen und nehme sie dann mit Spießchen zu mir. So Currywurst-mäßig. Auch sehr gut mikrowellentauglich. Oh Gott. Hey, hören Sie bloß auf. Warum habe ich bloß gefragt? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Bis später. Oh, ich bin richtig neidisch. Okay, ich gehe mal hier nochmal gucken. Da war noch. Oh, was ist das hier? Sieht wie ein Laken aus, oder nicht? Lag das vorhin auch schon da? Und du bist weg. Okay. Ha! Das ist ja nur 2D! Erwischt! Das sind Gummihandschuhe. Nimm mit. Ich komme nicht ran. Okay, du bist zu klein. Okay, ich weiß Bescheid. Ja. Nee, so. Ach, guck mal hier. Oh, ist das süß. Och, ist das süß. Da ist das Gehirn. Fred hätte das bestimmt gern. Dann müssen wir mal holen, wa? So. Ist das süß gemacht. Oh, den kann man mitnehmen, den Futterbrat, oder? Völlig sinnlos. Nicht? Völlig sinnlos. Schade. Halb Mensch, halb Tier. Genau wie der Esel Bacterius. Nichts. Das klappt nicht. Okay. Nada. Geht nicht. Wir können nicht mit denen sprechen. Völlig sinnlos. Das war hier von den Marsianern, ne? Wie war denn das?
Ach, keine Ahnung. Mit, war so ein Comedy-Film-Dingens. Nichts. Das klappt nicht. Hallo, guten Tag. Guten Abend. Sagen Sie mir nichts. Sie sind Journalist. Ja, woher wussten Sie das? Wegen der Tintenflecke. Und? Immer am Arbeiten? Sieht man doch, oder? Gehören Sie vielleicht zur Sendung von J.B. Könner? Aber nein, ich bin Lokalreporter. Letztes Jahr habe ich von der Jahresversammlung der Trekkies, von der Hauptversammlung der regionalen Monster und von der Essener Comic Action berichtet. Uff, das sind aber schon die dicksten Brocken. Nicht nur die Trekkies natürlich. Das können Sie laut sagen. Und gewinnen tun bei den Comics immer dieselben. Wer denn? Ich glaube, sie heißen Clever und Smart. Yes! Ich weiß nicht, was die Leute an denen so lustig finden. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ständig verletzen sie sich. Mir tut schon alles weh, wenn ich nur daran denke. Ja, mir auch. Ist der Fotoapparat nicht sehr alt? Er funktioniert auch nicht mehr richtig. Die Glühlampe ist kaputt gegangen. Wozu haben Sie ihn dann dabei? Aus Gewohnheit. Außerdem kann man die meisten von denen da sowieso nicht knipsen. Sie erscheinen nicht auf Fotos. Deshalb macht es keinen großen Unterschied. Oh, das ist merkwürdig. Tja, ich schenke Ihnen das Gerät. Machen Sie damit, was Sie wollen. Vielleicht gibt Ihnen ein Antiquitätenhändler etwas dafür. Oh, vielen Dank für das alte Zeug. Also bis später. Aber ich habe doch bestimmt... Mal sehen. Vielleicht, wenn ich eine Glühlampe in den Fotoapparat drehe. Ha, sie passt. Was für ein Zufall. Jetzt haben wir einen Fotoapparat, der funktioniert. Nana, geht nicht. So, wir sollen das Gruseligste machen. Oh, Moment. Es gibt doch den Albtraum, wo wir nichts machen können, aber das Inventar ist dabei. Moment. Leg dich ins Bett. Ehrlich gesagt, ich wollte schon seit einer Weile schlafen. Ich bin todmüde. Fred! Wo bist du, mein Süßer? Fred! Wo bist du? Ah, sie kommt mich holen! Hilfe! Warte. Nee, so nicht, da nicht. So, bub und... Meine Güte, die passt ja gar nicht mehr aufs Bild. Na, ich probier's trotzdem. Fertig. Jetzt warten wir ein paar Sekunden und... Express-Filmentwicklung. Diese Träume haben durchaus Vorteile. Oh, ist das ein super Bild geworden. Weiß gar nicht, was er hat. Ich habe noch nie etwas Schrecklicheres getan. Oh, ist das schön. Ich wollte gerade sagen. Ah, wir müssen ihn ja wecken. Wir müssen ihn ja wecken. Schnell hin. Fred, wach auf! Hm? Wach auf, du Penner! Beruhige dich, Fred. Was ist denn los? Du hast mich geweckt, Jeff. Gott sei Dank. Das war furchtbar. Ein Albtraum, nicht wahr? Ein Albtraum? Die Mutter aller Albträume. Ophelia hat mich überall hin verfolgt und ich konnte sie nicht abschütteln. Es war grauenhaft. Naja, jetzt ist es jedenfalls vorbei. Du hast dich, sagen wir, von einer schweren Last befreit. Das kannst du laut sagen. Tja, die schwere Last. So, was haben wir denn jetzt alles Hübsches? Wir haben hier ein Bettlaken. Moment mal. Nö. Wo war denn das? War das nicht hier? Ja. Ich glaube nicht, dass ich an dem vertrockneten Efeu hochsteigen kann. Vielleicht könnte ich durch ein Fenster raussteigen und mich dann an der Wand abseilen. Ah, Moment mal. Aber hier ist doch nichts. Oder... Ah. Komm, Jeff, seil mich durch das Fenster ab. Lass mich das machen. Du stolperst nur wieder über deine eigenen Füße. Ach, entschuldige. Ich hatte vergessen, dass du bei der Spezialeinheit auf Zodiac gedient hast. Fred, ich sage es nur noch einmal. Halt das Laken fest und lass mich langsam runter. Wie du meinst. Aber ich möchte betonen, dass ich eine bessere Idee hätte. Halt es fest und nicht loslassen. Halt das verdammte Ding fest. Ich hab es. Eine perfekte 13.
Los, Jeff, los doch! Ich soll loslassen? Naja, du wirst es besser wissen. Ah! Oh nein, Jeff, was haben wir da nur wieder angestellt? Ich bring dich um, Fred, ich bring dich um! Hat doch gar nichts gemacht. Warum lässt du dich da... So, was haben wir jetzt da? Eine perfekte 13. Die Hausnummer. Aber warum? Können wir das doch woanders ablegen? Nee, können wir nicht. Das bleibt da unten. So, dann schauen wir mal, was wir hiermit machen können. Ab, zurück. Reicht das schon aus? Ja, ja, ja. Zurück ins Motel. Völlig sinnlos. Entschuldigen Sie. Ja, mein Freund, was wollen Sie? Wenn Sie etwas wirklich Monströses sehen möchten, müssen Sie Ophelia kennenlernen. Hier, ein Bild von ihr. Die sind alle regelrecht geflohen. Was wäre bloß gewesen, wenn Sie Ophelia höchstpersönlich gesehen hätten? Oh mein Gott, die arme Frau, die arme Frau.